Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Warum kann ich das Ding schnell erdrehen? In der letzten Folge haben wir ich habe schon wieder den Namen vergessen. Jedenfalls dieses Raider-Hauptquartier abgeschlossen. Ich habe mich hier zu dem Leuchtturm geportet, weil ich doch hier endlich mal hier die Mission machen will. Die war eigentlich schon. Oh, meine Nase. Die war schon vor, weiß ich nicht, wie viele Parts eigentlich vorhatten. Aber diesmal machen wir offiziell und wir nehmen diese große Brücke, weil ich wissen will, was da ist. Am besten würde ich gerne, was auch immer da ist, nicht erkunden. Wenn ich nicht schon abgelenkt werde, ich will das nämlich hier noch schaffen. Das geht. Ja, ich habe diese Gelee Terrible Schrotgewehr mal mitgenommen. Habe alle Mods von meinem Zombie Killer 3.0 auf die draufgepackt. Und ja. Das stört mich irgendwie. Warum? So einzigartige Waffen sollten irgendwie so Effekte haben, die wirklich nur. Wo ich glaube, ich komme gar nicht daran vorbei. 100 Sekunden, ja, egal, komm. Weiß ich halt, da ist noch kein abgeschlossener, also will ich da so oder so nochmal hingehen. Longnecks, Lukowski, Konservenfabrik. Vielleicht ist das ja auch nicht so ein Ort, wo man reingehen kann oder so. Ich gehe einfach durch und fertig. Ja, das sieht so aus, als könnte man da reingehen. Also lassen wir das. So, ich will nämlich auch endlich mal hier die Mission weghaben. Und den Preston Garvey habe ich noch gar nicht gezeigt, ne? Den habe ich erstmal wieder aussortiert, weil ich von denen schon die höchste Freundschaft bekommen habe. Ich habe MacCready mitgenommen. Weil der hat ja auch noch so eine Mission, dass ich mit dem reisen soll. Und ja. Wir sind. Einfach aktivieren. Und ja, ich will natürlich von allen meinen Begleitern die Effekte haben. Das heißt, ich muss hier hin und wieder switchen, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig. Ich kann nur gewinnen dadurch, also warum nicht? Ich meine, plus 25 Prozent mehr Schaden und Schadenresistenz, das ist awesome. Bei drei Gegnern nur mehr. Oh Gott. Oh Gott. Autsch. Ja, schon mal wieder ein geiler Start. Ich habe auch, glaube ich, nicht mehr so viel Munition. Vielleicht nicht so gut. Nee, nicht gut. Nicht so MacReady, also ja. Wow. Wenn ich noch zwei ganz schwache Gegner auftauche, dann komme ich meinen Schaden Output. Boah, ich muss andere Waffen nicht mal mitnehmen. Gibt's noch nicht. Oder sehr viel Geduld mitbringen, weil die zu erledigen dauert. Ja. Ich habe Zeit und meine Zuschauer auch. Die wollen nur nicht. Yay. Okay. Ein Schluck Wasser trinken. Dann geht's weiter. Den Wachbot möchte ich nicht bekämpfen. Der macht mich fertig. Vor allem mit den Munitionen, die ich gerade zur Verfügung habe. Aber ich habe ja jetzt Beweglichkeit jetzt mal aufgelevelt. Und ich habe so eine Zeitschrift bekommen, womit ich noch schwieriger zu entdecken sein müsste. Also, wer du siehst mich jetzt. Oh Mann, was sind das für solche Gunner? Warum sind die freundlich? Ich traue denen nicht. Oh, es geht immer auf den Roboter los. Da ist ja noch einer. Ja, da hinten, da ist noch einer. Wie soll man an? Obwohl, warte mal, hängen die irgendwie mit MacReady zusammen?
Was geht? Wer ist da? Boah, was? Ich merke schon jetzt, wie ich weniger Schaden bekomme. Bringt aber nichts dafür. Das sind so Momente, in denen ich mir meinen Fatman wünsche. Ist das eine Verarschung, ey? Hey, die kommen, die sind grün eingezeichnet. Ich hätte ja eigentlich, ich wusste schon, dass die dich freundlich gesinnt sind. Ist doch klar, das sind Gunner. Die gehen sowieso auf einen los. Aber trotzdem. Und irgendwie muss ich das doch schaffen, dass die auf den losgehen. Oh Gott. Viel Spaß mit dem. Ja, kapier euch mal kaputt, ne? Ich hatte wieder ein Rohr. Viel Spaß da raus. Ich leg mich da nicht an mit den allen, ne? Ja, wie war euer Tag so? Wo kommen wir natürlich mal los? Komm schon, haut euch ein bisschen kaputt. Der Wachbot verliert, ehrlich? Ist noch der Wachbot übrig, das wäre geil. Geil, er hat die Gunner alle erledigt. Jetzt ist nur er übrig. Das ist genauso, er ist gut ausgegangen, finde ich. Und den habe ich jetzt auch noch. Ich glaub mal. Den schaffe ich alleine noch. Ich dachte, du willst explodieren. Klang voll danach. Wieder aussieht. Ist denn jetzt ein Skorpion aufgetaucht? Was? Wäre jetzt nicht noch. Leck mich. Oh, tschüss. Oh, jetzt kommt der da hinten auch noch. Ist mir ein bisschen zu extrem hier, was hier los ist auf einmal. Ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Erspar mir die Mühe und gib einfach auf. Boah. Hier hätte man einen Fatman sehr gut brauchen können. Na? Mann, hätte ich meinen kritischen Treffer hoch, ne? Hätte ich den Fusionskern getroffen. Schon. Das ist der Fusionskern. Ich kann ihn nicht treffen, wenn sie mich auf den Arm nehmen. Was? Ich habe so eine geile Idee. Bringt aber nichts, glaube ich. Oh. Hoffentlich bist du weit entfernt. Oh. Oh Gott. Eieiei. Lass mal über die Brücke gehen.
Wir mal sehen, was da ist. Bestimmt geil, da über die Brücke zu gehen. Was ist mit euch allen passiert? Ihr seid alle tot, ne? Gut, gehen wir mal ein bisschen mehr Munition. Wow, ich muss, weiß ich nicht. Ich muss Munition kaufen oder weiß ich nicht. Andere Waffen nehmen nächstes Mal. Hier waren noch mehr von den Gunnern. Wo sind die? Ach, der hat sich auch noch in den Kampf eingemischt. Ist ja richtig geil. Meine Güte. Da war eine Kackbrücke. Equidia, hast du was dazu zu Hey, sagen? und? Ich habe irgendwie. Hallo. Hier, damit solltest du eine Weile Oh, durchhalten. danke. Die ganze zwei Kugeln. Ist da noch einer? Wenn sie mich auf den Arm hin, da ist noch einer. Oder ist da ist ein Auto, okay. Boah. Schon sagen, wenn hier noch einer ist, ne? Geht doch nicht. Ist ein Gunner-Hauptquartier, oder? Nee. Sollen wir nicht hier so Wachbots rumlaufen? Wir haben ja ganz klar gegen die gekämpft. Dieses eine Schiff sieht so aus, als könnte er. Möglicherweise getarnte Einheit. Kein einziges Mal getroffen. Da kommt er auf mich zu. Oder sie. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Oh. Betibot, hilf mir. Hilf mir. Ich habe den Schaden gemacht. Was? Das war ganz schön viel Schaden. Oh, ich mache den komischerweise viel Schaden. Ah, nein. Ah. Aber die waren auch schon mal stärker, habe ich das Gefühl. Trotzdem nicht witzig hier. Und tschüss. Nein. Alter, seid ihr schlimm. Oh. Alter. Ist das hier krass und da hinten war noch Mr. Gutsy, glaube ich. Ah, oh, die Bruderschaft kämpft gegen die. Gut. Und die jagen da alles in die Luft. Lass mal sehen. Na komm. Guck ich nochmal an. Ah, eine Minigun fällt mir gerade ein bei diesen Schüssen. Ich sollte mal meine Minigun mitnehmen, ne? Wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber wir müssten jetzt auch voll viel Munition haben. Wir haben schon explodiert. Hey, gut gemacht. Ich hoffe, dass ihr nicht abstürzt. Ich finde, fliegt schon wieder so komisch durch die Gegend. Okay, gut. Glaubst du, er geht nicht auf mich los, ne? Da sind wir uns einig. Oh. Schau mal einer an. Cool. Hätte ich mal ein bisschen gewartet, dann hätten die sich um den ein Auge gekümmert. Weiß ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt dieses eine Wort sagen, was die immer sagen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. As Venizis, irgendwie sowas. As Velocitatis. Nee, falsches Spiel. Uah. Sich aus, als würde ich mit einem Schlüsselschwert rumlaufen. Gehen jetzt echt zur Prilwyn zurück. Zwei Millimeter, nein, nicht der Kochtopf. 2 Millimeter. Bin jetzt echt hier bis zum Dingens hin. Detailgetreu.
Da fliegen die einfach nur zufällig in die Richtung. Wupf. Zwei Millimeter. Mit so einem, für was war das nochmal? Ist das für Dingens? Für einen Gatling-Laser oder so? Ich glaube schon, meine Waffe die Munition verbraucht. Ich weiß auch gar nicht mehr. Hallo. Und das nur. Ist nur ein versichertes, verbessertes Sicherheitstor, ne? Und da ist eine Power Armor. Geil. Cool. Joink. T51. Komplett Set. Geil. Ist mal schön. Irgendwie sehr blöd vom Spiel, hat die immer verbrauchte. Nicht verbrauchte Fusionskerne als erstes da reinballern. Das finde ich irgendwie sehr doof gemacht in dem Spiel. So. Nur eine Taschenlampe sogar. Gut. Sehr schön. Aber komplett Set sieht man auch irgendwie selten bei mir, weil ich immer die ganzen Power Armors vom Ödland hier nehme, anstatt meine eigenen, die ich irgendwie nie benutze. Sollte ich vielleicht mal machen. Ich glaube, ich kann damit nicht schwimmen. War irgendwie. Kann ich damit unter Wasser atmen? Ich will da hoch, Mann. Da wusste ich aber nicht, dass man damit unter Wasser laufen kann. Okay. Sogar ohne irgendwie Luft hier zu verlieren. Bringt mir aber nichts. Ich wollte zum Schiff. Verdammt. Ja, was man nicht immer alles lernt, noch. Ich meine, war irgendwie klar, dass man in so einer tonnenschweren Rüstung jetzt nicht schwimmen konnte, aber. Mein V3 glaube ich nicht so. Aber ich habe irgendwie nicht so realisiert jetzt. Dass das irgendwie so ein. Weiß ich nicht, so ein Ding wäre jetzt, dass ich achten müsste. Gut, dann. Guck du mal hier. Aber jetzt, wo ich weiß, dass man damit unter Wasser laufen kann, bin ich doch schon so ein bisschen interessiert, was sich unter Wasser befindet an einigen Orten. Blöde ist nur, komme ich da überhaupt hin? Ja, ich muss da irgendwie hochglitschen. Blöde ist jawohl. Blöde ist nur, dass was wollte ich jetzt sagen? Ist gar nichts, ehrlich. Boah, echt? Mann, also manchmal, ne? Jetzt hier aber, obwohl hier war auch nichts, oder? Pff. Jetzt komplett vergessen, was ich sagen wollte. Warte mal, ich habe gesagt, nicht realisiert, dass man damit unter Wasser gehen kann. Also, das. Man hat ja auch eine Leuchte, aber die Taschenlampe funktioniert richtig beschissen unter Wasser. Deswegen kann man unter Wasser nichts erkennen, außer man ist direkt am Boden. Also man kann nicht erkennen, so was vor einem ist oder so, außer man ist ganz am Boden. Ich hab's vergessen. Mann. Warte mal, ich muss doch irgendwie da hochkommen, so. Mal so einen epischen Auftritt. Wie so an den Strand wieder rauf. Okay, gut.
Hat er wirklich eine auf viel mehr strategische Möglichkeiten, fällt mir gerade auf. So, im nächsten Part werde ich die wahrscheinlich nicht tragen, weil ich hier nach meine Aufnahmesession beende. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit hier hingehen, aber ich schaffe die ganze Zeit nicht dahin zu kommen. Ich wollte eigentlich dahin gehen, dann noch, je nachdem, was die für ein Problem hatten, dann noch lösen. Und zwar alles in diesem Part. Und ich komme ja echt nicht dazu, irgendwas zu machen. Aber dafür habe ich eine Power-Armor gefunden. Was willst du denn? Wer war das? Bist du denn? Vielleicht eine Power-Armor-Station. Könnte ich sogar eine Power-Armor hochballern. Wenn ich Sachen dabei hätte, um sie aufzuballern. Habt ihr irgendwas? Wie ich? Nö. So. Wir sind jetzt endlich da mit, weiß ich nicht, tagelanger Verspätung. Aber wir sind da. Das ist das, was zählt, ne? Muss mal irgendwann in einen meiner Power Armors ein Jetpack einbauen. Oh. Ach so, das ist eine Dingens. Okay, hab ich irgendwie nicht dran gedacht. Das ist ein Ort, der gut geeignet ist für die Siedlung. Nicht dran gedacht. Macht's irgendwie einfacher. Ich dachte, hier wäre schon eine Siedlung. Wir müssen ihm wieder helfen. Macht es auch ein bisschen einfacher, außer da unten sind noch ganz viele. Muss die Gegner wieder gegen ausschalten, okay. Alter, die tun doch nichts, ey. Ein rhetorischer Lagur schon immer. Und 79, sehr gut. Scheiß sie aus! Was? Der da? Was? Ach, du. Jetzt kommt irgendwie so auf Level 50 oder so, kommen noch die stärkeren Gegner oder so, ne? Kommen so Supermutanten Überlords, so wie im dritten Teil. Hast du das Gefühl, wenn irgendwann ein DLC davon rauskommt, ne? Dann kommen ganz viele hochlevelige Gegner, so wie beim Broken Steel DLC von Fallout 3. Dann geht es erst richtig ab, aber da bin ich auch gewappnet. Da bin ich auch stark. Dann gönn ich mich mal. Ich werde wahrscheinlich bestimmt schon 300 Parts oder so hochgeladen haben, bis so ein DLC kommt. Aber ehrlich? Lass mich raten, da ist nichts, ne? Oh, doch, okay. Oh, hi. Ich muss doch irgendwo da runter. Ich glaube, ich weiß nicht, wie den Part. In einem längeren Part wahrscheinlich. Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Das hat so. Aber mir nicht. Sorry if I hurt you. I'm not. So, jemand hat den Schreibtisch hier verschlossen. Wie kann denn das sein? Ja. Das wär's. Denkt hier jemanden. Oh. So. Der macht Schaden. Aber ich habe eine Power Armor. Das
sie noch nicht, wie die immer so mit so dem Dunst hier bedeckt ist. Ich meine, mein ganzer Körper ist immer bedeckt. Hätte ich in so eine Grütze gebadet. Wow, Ghule und Schemdraunschwert, ne? Das ist die beste Kombination aller Zeiten. Ja. Okay, hätte ich halt nur so aufschließen können. Ich wusste es. Gewesener Leuchter, mein Gott, da sind ja jetzt schon viel bessere Gegner. Bessere Stärke. Solange ich das Schwert habe, ist das alles kein Problem. Das Schwert habe ich eigentlich auch nur zufällig gefunden, glaube ich. Also eine Mini-Quest hier. Notizen und so. Nicht irgendwie. Obwohl, nee, ich glaube nicht. Oh, komm mal her. Was? Das wird nicht lange dauern. Der hat keinen Bock mehr, der denkt sich auch nur, der ist auch kacke. Der ist auch voll broken, auf mit dem Schwert anzugreifen. Und ich liebe es. Er ist da durchgefallen, ich wusste. Irgendwann fällt er da durch. Na, Preston können wir durchmachen, den. Grob Kellerschüsse. Erspar mir die Mühe und gib einfach auf. Boah, ich komm. Eine Sekunde unten, er kommt direkt angerannt, wie blöd. Da kannst du mir mal einen Gefallen tun. Was? Steht auf 95%, weiß nicht. Noch mehr. Like. So, hat der Barbar Power. Oh, der hat nichts hinterlassen. Nichts Besonderes. Oh. Dann bleibt noch der Keller. Okay. So, Weilung. Fahrtdauer läuft mir davon. Ah, ja. Vor allem, das ist auch nochmal ein ganzes Gebiet, glaube ich. Ne? Da ist ein Keller, der kann nicht so groß sein. Da muss ich noch schnell dieses Ding da bauen hier. Dieses. Wisst schon. Ich hoffe, ihr habt noch Platz für den Nachtisch. Signaldingen, damit ich andere Raider, wollte ich jetzt sagen, Siedler anlocken kann. Dann, boah, das dauert doch ewig. Schon wieder so ein nekrotischer Pool. Bestimmt nur ein anderes Wort für tot oder so, ne? Könnte man mal gefallen tun und Alpha, das geht mir ja ein bisschen zu langsam vonstatten. Wisst euch! Oh, Preston. Ah, das hat nicht gefüllt, ich krieg Krise. Oh, Arm weg, Arm dran. Geiler Hintern natürlich. So, du bist raus. Meine Kollegen folgen. Ja, wie die manchmal einfach stehen und sich so denken. So, tut mir den Gefallen, das reicht jetzt mal endlich. War hier noch ewig. Oh, Kampfrüstung. So, haben wir es jetzt hier. Ja. Also, wir sind fertig.
Hier steht gleich noch einer auf. Du bist Theodor Crew. Ja, mit deinen Klamotten. Oh, Munition, Munition. Wozu nimmst du eigentlich dich? Weil ich es will, ich habe einen Fetisch, sei ruhig. Ich bin Messi. Oh, sehr viel Munition, ausgezeichnet. Staubsauger gibt es nicht ohne Grund, weißt du? So, gucken wir uns das nicht. Boah, ehrlich? Wenn du verkackten Paarrüstung drin stecke. Was ich denn hier überhaupt noch machen? Bin ich schon hier fertig? Hallo. Ja. Ich steige mal eben kurz aus. Guck mal, da drin steht. Und ich bin überladen. Ah, da, 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 da. Da, 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 da. Guck ich vielleicht in der Aufnahme nach. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich kann nicht sterben, keiner kann uns. Ja, okay. Warte mal, hier sind irgendwie. Hier sind eine Tür oder so. Okay, keine Ahnung. Wenn wir jetzt heraus tun, dieses verdammte Siedler-Rekrutierungsding. Boah, ist schon eingehend kaputt gegangen. Dieses dämliche Siedler-Rekrutier-Dingen machen, hinbauen, hinklatschen und dann wähle ich den Part. Oder wir müssen die Munition, wir müssen die Mission auch noch abgeben. Ne? Boah. Oh, aua. So wird nie enden. Der Part wird nie enden. Der wird immer weitergehen. Der Part ist unendlich lang. Geil, ne? Ich habe schon mal so ein unendlich langes Video gesehen. Ich habe schon mal eins gesehen, ja. Zweimal. So. Wow, das hat mich verstört. Ne, Fossil verstört. So. Ja. Ich muss nichts bauen, gut. Dann auf zur Jamaica Plains. Und dann Feierabend. Nur ein Level in 6 Parts heute, die ich aufgenommen habe, erreicht. Ist auch krass. Gekämpft haben wir eigentlich genug. Oder? Aber naja, dann eben nicht. Dann beim nächsten Mal mehr. Wirklich ausgewählt ein bisschen versuchen, ja. Ich werde auf jeden Fall ausgewählt diese ganzen Missionen machen, wo ich hier Leute beschützen muss und so. Obwohl, nee, eigentlich nicht, wenn das wieder ein Gebiet ist, wo ich schon war. Und was zum... Lady, du machst das ein bisschen falsch. Mann, was ist hier los? Ja. Mich gewählt an, wenn ich mit dir rede. Hast du dich schon um unser kleines Problem gekümmert? Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Aber ich sag nicht, ich muss Preston auch noch Bescheid geben. Oh Gott. Wenn du mich jetzt in ein irrsinnig langes Gespräch einführst, dass die Story jetzt weiter gemacht werden kann, ne? Dann erwürge ich dich. Und das wird jetzt so was von kommen, ich wette es. Gut.
Aus. Mach. Was geht? Du hast es geschafft, dass die Minutemen auf breiter Front unterstützt Wir werden, müssen jetzt aber wir verarschen. haben noch immer keine Möglichkeit, das Institut anzugreifen. Was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Brauchst du etwas, Damit Monsieur? Bringst du unsere Sache voran. Okay, gut. Dann gibt mir auch keine neue Mission. Gut. Alles klar, dann beende ich den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Frage 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Block.